Schüler, liebe Freunde der Mathematik. Es soll heute noch einmal um die Integralrechnung gehen. Und zwar soll das Integral über lnx dx berechnet werden. Die Lösung des Integrals ist gar nicht so einfach. Man benutzt, um dieses Integral zu lösen, das Verfahren der partiellen Integration, die man ja auch als Produktintegration bezeichnet. Wie wir wissen, gilt die Regel der partiellen Integration. Wir schauen uns das mal an. Das heißt, wir haben das Integral u' mal v dx gleich u mal v minus Integral uv dx. Das wäre unsere Regel für die partielle Integration, wobei dann natürlich hier stehen muss v'. Wir müssen uns ein Produkt schaffen für diesen Logarithmus von x. Wir schreiben deshalb für lnx das Produkt einmal lnx. Das kann ich ja machen. Wir setzen dann die Ableitung u' von x gleich 1 und v von x gleich lnx. Dann ist ja, wenn u' von x gleich 1 ist, dann ist u von x gleich x und v' von x ist ja dann 1 durch x, der Logarithmus Naturalis. Also kann ich schreiben, Integral über lnx dx gleich Integral einmal lnx dx. Das ist dann u mal v, also x mal lnx, minus Integral, und jetzt käme ja uv', und das ist dann x mal 1 durch x dx. Dieses x mal 1 durch x ist ja nichts anderes als 1, also habe ich x mal lnx minus 1 mal, oder 1 mal dx, also Integral darüber. Und dieses Integral gelöst ist ja nichts anderes als x, sodass wir insgesamt haben, dass das Integral über lnx dx gleich x mal lnx minus x plus c ist, oder ich könnte das x noch ausklammern und dann hätte ich Integral über lnx dx gleich x mal lnx und dann minus 1 plus c. C ist dann die Konstante. Dieses Integral so herzuleiten ist also gar nicht so schwer, wenn man noch die partielle Integration einigermaßen beherrscht. Es gibt eine ganze Menge von weiteren Beispielen, die ähnlich sind. Ja, und wenn man das schafft, dann ist das für uns gar kein Problem. Bis hierher. Im Süden von Großsiethen, wo die Sonne am höchsten steht, da steht auch unsere Schule.